Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Anschlag auf den Boston-Marathon in den USA ist der zweite Tatverdächtige gefasst worden. Bei einem Großeinsatz überwältigte die Polizei den 19-Jährigen im Vorort Watertown. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Sein Bruder und mutmaßlicher Komplize war zuvor auf der Flucht von der Polizei getötet worden. Bei dem Anschlag am Montag waren 3 Menschen ums Leben gekommen und etwa 180 verletzt worden. Szenen der Festnahme. Der mutmaßliche Attentäter ist gestellt. In einem Garten hat er sich in einem mit einer Plane abgedeckten Boot versteckt. Komm raus zu deinen Bedingungen, ruft ihm die Polizei zu. Der 19-jährige Tsarnaev ergibt sich offenbar freiwillig, folgte den Anweisungen der Polizei, so die Darstellung bei CNN. Nach etwa 15-20 Minuten hatten wir ihn so weit, dass er herauskam und zeigte, dass er keinen Sprengstoff am Körper trug. Damit liefert die Polizei eine neue Darstellung der Umstände der Verhaftung. Gestern Abend hatte sie die Festnahme so geschildert. Es gab einen Schusswechsel mit dem Tatverdächtigen. Schließlich haben Spezialeinheiten das Boot gestürmt, um ihn festzunehmen. Bestätigt wurde, dass der 19-Jährige Schussverletzungen in Hals und Bein habe, schwer verletzt sei. Er wurde nach Boston in ein Krankenhaus eingeliefert. Ist offenbar nicht vernehmungsfähig. Hier wird er streng bewacht. Noch gibt es keine förmliche Anklage gegen ihn. Verhörspezialisten einer Antiterroreinheit sollen ihn bald vernehmen. Seine Familie stammt aus Tschetschenien. Präsident Obama mahnte zur Zurückhaltung. Wir sollten nun nicht voreilige Schlüsse ziehen und schon gar nicht ganze Gruppen vorverurteilen. Der zweite mutmaßliche Attentäter war in der Nacht zuvor bei einer wilden Verfolgungsjagd getötet worden. Die Brüder lebten seit Jahren mit offiziellen Papieren ausgestattet in den USA. Ich hoffe, dass wir nun herausfinden können, was die beiden zu dieser schrecklichen Tat getrieben hat. Erleichterung in Boston nach Stunden der Angst. Die Jagd ist vorbei. Zur Lage in Watertown nach der Festnahme jetzt live meine Kollegin Tina Hassel. Wenige hundert Meter von hier war der Flüchtige gestern schwer verletzt gefasst worden. Die Menschen in Boston atmen auf, aber die Fragen, die bleiben. Warum hatte die Überprüfung der Familie durch das FBI anscheinend nichts gebracht, obwohl, wie es scheint, die russische Regierung eindringlich vor dem älteren Bruder gewarnt hatte? Und hatte dieser in den Monaten, die er sich im Kaukasus aufgehalten hatte, im letzten Jahr vielleicht Extremisten getroffen, war sogar im Terrorcamp gewesen? Der Polizeichef von Watertown spricht heute von einer möglichen Einzeltäterschaft. Aber Vorsicht, die Ermittlungen stecken noch in den Kinderschuhen. Und damit zurück zu Jan Hofer. Was man bislang über die beiden mutmaßlichen Bombenleger weiß, haben wir auf unserer Internetseite tagesschau.de für Sie zusammengefasst. Nach dem Anschlag von Boston diskutiert die Koalition über schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland. Innenminister Friedrich sprach sich für eine stärkere Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen aus. Die Ereignisse zeigten, wie wichtig diese Kontrollen zur Aufklärung schwerster Straftaten seien, sagte er der Bild am Sonntag. Bei der FDP stießen die Äußerungen auf Kritik. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Pilz wies Forderungen nach mehr Überwachung als wenig hilfreich zurück. Eine Überwachungskamera zeigt die mutmaßlichen Attentäter von Boston. Diese Bilder halfen der Polizei bei der Tätersuche. Nun fordern deutsche Politiker auch hierzulande mehr Videoüberwachung. Wir brauchen mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, vor allen Dingen im U-Bahn, in S-Bahnen, an Bahnhöfen und an besonders gefährdeten Plätzen, dort wo es überdurchschnittlich viel Kriminalität gibt. Eine flächendeckende Überwachung von Straßen und Plätzen ist schon aus Kostengründen unmöglich. So wird derzeit laut Bundesregierung nur jeder 10. Bahnhof in Deutschland per Videoaufzeichnung überwacht. Auch die SPD befürwortet eine Ausweitung, obwohl sie an eine abschreckende Wirkung nicht glaubt. Videokameras können Straftaten und Verbrechen nicht verhindern, aber sie können dazu beitragen, dass sie schnell aufgeklärt werden. Deshalb nochmal keine totale Überwachung des öffentlichen Raumes, aber an kritischen Orten sollten Videokameras installiert sein.
Skepsis dagegen bei den Grünen. Sie befürchten, dass die Boston-Anschläge für populistische Forderungen missbraucht werden könnten. Immer wieder reflexartig und wirklich mit unredlicher Pietätlosigkeit dieses Leid, wie es jetzt in Boston war, auszunutzen, um die innere Sicherheit weiter aufzurüsten, das ist wirklich unverantwortliche Politik. Eine Erfolgsgarantie bieten Kameras ohnehin nicht. Bei dem Nagelbombenanschlag der NSU-Terrorzelle in Köln 2004 zeigten die Bänder einen Tatverdächtigen, der ein Fahrrad schiebt. Doch wegen fehlerhafter Auswertung vergingen noch 7 Jahre, ehe das NSU-Trio aufflog. Italiens Präsident Napolitano ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der 87-Jährige hatte sich bereit erklärt, noch einmal zu kandidieren, nachdem zuvor 5 Wahlgänge erfolglos blieben. Napolitano kann jetzt das Parlament auflösen und den Weg für Neuwahlen ebnen. Das Parlament wird seit den Wahlen Ende Februar durch eine Pattsituation gelähmt. Wende um die Mittagszeit, als am Amtssitz des Staatspräsidenten verstärkter Limousinenverkehr registriert wird. Monti, Bersani und Berlusconi, sie alle flehen Napolitano geradezu an, weiterzumachen. Doch der alte Mann im Quirinal zögert. Erst als auch noch die italienischen Bischöfe an ihn appellieren, kann er nicht mehr Nein sagen. Er werde sich der Verantwortung nicht entziehen, heißt es in seiner Erklärung, die mit einer Ohrfeige für die Politiker endet. Er vertraue darauf, dass diese dasselbe Verantwortungsbewusstsein zeigten wie er. Noch gestern Nacht hatte Sozialdemokrat Pierluigi Bersani seinen Rücktritt als Parteichef angekündigt, weil 2 seiner Kandidaten krachend durchgefallen waren durch Heckenschützen aus den eigenen Reihen. Am Abend dann stehende Ovationen, als Napolitano es geschafft hat. Das ist die Herrschaft der Alten, alles blockiert, nichts ändert sich, nichts wächst. Napolitano ist unsere einzige Hoffnung. Italienischen Medien zufolge hat Napolitano sein Ja mit einer Bedingung verknüpft: Zusammenarbeit der großen Blöcke bei der Regierungsbildung. Und dennoch, das Chaos geht weiter. Die Sozialdemokraten zelebrieren den politischen Selbstmord. Silvio Berlusconi geht es nach wie vor in erster Linie darum, der Justiz zu entkommen. Und Beppe Grillo, der ehemalige Fernsehclown, sieht die heutige Wahl als Staatsstreich und ruft zu millionenfachem Protest auf der Straße auf. Kein Wunder, dass Napolitano sehr gerne aufgehört hätte. Bei einem Erdbeben sind im Süden Chinas mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 5.700 wurden verletzt. Das Beben erschütterte die Provinz Sichuan und hatte eine Stärke von mindestens 6,6. Das Epizentrum lag bei der Stadt Ya'an. Die Erdstöße schreckten die Menschen am frühen Morgen auf. Aus Angst vor Nachbeben kehrten viele nicht in ihre Häuser zurück. Sie wartet auf Hilfe. Eine der vielen Verschütteten. Nach Stunden der Angst ist die Rettung nah. Soldaten haben einen Weg gefunden, die Frau zu befreien. Andere können die Helfer nur noch tot bergen. Sie haben es nicht rechtzeitig aus dem Haus geschafft, wurden von Trümmern erschlagen. Überall auf den Straßen verletzte und traumatisierte Menschen. Es war heute Morgen um 8.02 Uhr Ortszeit, als die Erde in der chinesischen Provinz Sichuan bebte. Bei vielen werden Erinnerungen wach an das verheerende Erdbeben, das 2008 die Region zerstörte. Mehr als 80.000 Menschen kamen damals ums Leben. Das Gebiet ist bergig. Viele Dörfer sind noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zahl der Opfer ist deswegen schwer einzuschätzen. Klar ist, dass Zehntausende Häuser zerstört sind. In der Katastrophenregion sind bereits mehrere tausend Soldaten und Rettungskräfte. Auch Ministerpräsident Li Keqiang hat sich auf den Weg nach Sichuan gemacht, um die Rettungsarbeiten zu koordinieren. Die Nothilfe für das heutige Erdbeben hat in China höchste Priorität. Die Lufthansa streicht wegen eines Warnstreiks am Montag fast alle ihre Flüge. Das Unternehmen teilte heute mit, von insgesamt 1.720 geplanten Abflügen würden nur 32 starten. Besonders betroffen sind Deutschland- und Europa-Verbindungen. Passagiere können für Montag gebuchte Flüge kostenfrei umbuchen oder Züge der Bahn nutzen. Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik Druck in den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal machen. Der Grünen-Politiker Cohn-Bendit ist heute mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Die Verleihung wurde von Protesten begleitet. Die Demonstranten kritisierten frühere Äußerungen Cohn-Bendits zu Intimitäten mit Kindern. Cohn-Bendit bedauert seine Aussagen und betont,
Er habe provozieren wollen, sich aber niemals an Kindern vergriffen. Vor einigen Wochen hatte bereits der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle seine Laudatio abgesagt. Die Theodor-Heuss-Stiftung vergibt den Preis für Verdienste um die Demokratie. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung gegen Uli Hoeneß. Der Präsident des FC Bayern München hatte sich im Januar wegen eines Schwarzgeldkontos in der Schweiz selbst angezeigt, wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet. Das Blatt beruft sich auf Hoeneß selbst und den Oberstaatsanwalt. Das Magazin Focus hat von der Steuersache Wind bekommen. In seiner Online-Ausgabe berichtet es, der Staatsanwalt ermittle gegen den Bayern-Präsidenten wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Focus zitiert Hoeneß: Ich habe im Januar 2013 über meinen Steuerberater beim Finanzamt eine Selbstanzeige eingereicht. Dies hänge mit einem Konto von mir in der Schweiz zusammen. Laut Focus hat die Münchner Staatsanwaltschaft dies bestätigt. Offenbar gab es im Anwesen des 61-Jährigen eine Hausdurchsuchung. Hoeneß hatte wohl auf ein Steuerabkommen mit der Schweiz gesetzt, das für Steuerhinterzieher milde vorgesehen hätte, jedoch im Bundesrat gescheitert war. Um wie viel Geld es sich handelt, ist unbekannt. Genauso woher das Geld kommt, ob zum Beispiel aus seiner Wurstfabrik oder aus anderen Quellen. Hoeneß selbst wollte sich gegenüber der ARD nicht äußern. Mit einer Selbstanzeige kann ein Steuerhinterzieher Strafe reduzieren oder sogar abwenden. Der Staatsanwalt prüft derzeit, ob dafür im Fall Hoeneß die Voraussetzungen gegeben sind. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen mit einem 5:0-Erfolg über Hoffenheim Platz 3 gefestigt und damit einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Teilnahme getan. Von Ergebnisse: Hamburg-Düsseldorf 2:1, Hannover-München 1:6, Dortmund-Mainz 2:0. Im Spiel zwischen Bremen und Wolfsburg steht es kurz vor dem Ende 0:3. Bereits gestern besiegte Mönchengladbach Augsburg mit 1:0. Morgen trifft dann noch Stuttgart auf Freiburg und Nürnberg empfängt Greuther Fürth. Die Tabelle ohne große Veränderungen. Meister München und Dortmund haben sich schon für die Champions League qualifiziert. Leverkusen als Dritter mit den besten Karten für die Königsklasse, dann Schalke, Freiburg und Frankfurt auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover. Augsburg bleibt auf dem Relegationsplatz, Hoffenheim und Greuther Fürth auf den Abstiegsrängen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 21. April. Morgen macht sich in weiten Teilen Deutschlands tiefer Luftdruck breit, der auch in der neuen Woche zunächst für wechselhaftes Wetter sorgt. Am Mittwoch scheint dann unter Hochdruckeinfluss vielerorts die Sonne. Im Süden bleibt es heute Nacht meist wolkenverhangen. Hier und da fällt noch Regen, auch in der Mitte viele Wolken, aber weitgehend trocken. Im Norden funkeln häufig die Sterne und dort wird es morgen auch am freundlichsten. Weiter südlich überwiegen die Wolken, örtliche Schauer gibt's vor allem im Südwesten. Im Südosten sind später auch einzelne Gewitter möglich. Der Wind weht mäßig, in der Nordosthälfte auch frisch aus Nord bis Ost, im östlichen und südöstlichen Bergland steife Böen. Heute Nacht im Norden leichter Frost, im Rhein-Main-Gebiet bis plus 8 Grad. Morgen auf der Schwäbischen Alb 10, in Südostbayern bis 21 Grad. Am Montag gibt es teils Sonne, teils Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Am Dienstag wird es zunächst in der Südhälfte, am Mittwoch dann fast im ganzen Land freundlicher. Im Norden gibt es noch kompaktere Wolkenfelder. Vor allem im Südwesten wird es deutlich wärmer. Um 22.50 Uhr meldet sich Tom Buro mit diesen Tagesthemen. Ende einer Verbrecherjagd-Reportage aus einer traumatisierten Stadt. Sowie Neuanfang mit 87, Italiens neuer alter Präsident. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.